Spiessachen. Zurzeit findet gerade der Guinness-Weltrekordversuch für einen längsten Fakuspiess vor Welt statt. Wir schalten jetzt live nach Weissachen zum Karin. Ja, hallo Susi, wir sind hier direkt in Weissachen, vor Ort, im wunderschönen Emmental. Wir sind circa mit 25 Personen da, Team gebildet und machen mit 240 Metern den längsten Spiess der Welt. Wir sind heute Morgen um 4 Uhr dran und zusammenstecken und voll motiviert. Jetzt sind wir hier am Zusammenstecken. Jetzt tun wir einen kleinen Aufguss drüber, damit es noch ein bisschen schön glänzt, um nachher über dem Grill zu braten. Der Spieß ist aus Schweinsbrät, Käse und Speck. Und das Holz ist aus Rüschek. Wir sind hier bei Marcel Alemann, beim OKA-Präsident von diesem Fest von der Meinen AG in Bern. Wie ist das zustande gekommen? Ja, das Fest ist echt zustande gekommen mit den Feuerwehr Weissachen zusammen. Der OKA-Präsident ist ein wichtiger Kumpel von mir, von der Migros Aare. Und er hatte die Idee gehabt, ja, wenn wir schon ein Feuerwehrfahrzeug einweihen, dann könnten wir gerade etwas mit Feuer machen, grillieren. Wir machen doch einen Spieß. Und er hat gesagt, jawohl, wenn wir schon einen Spieß machen, dann geht der längste über den Weg. Hier beim Hodl Toni. Er arbeitet bei der Meinen AG in Bern. Wie hast du reagiert, als sie mit der Idee zu dir kamen? Ja, ich habe es zuerst so ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich dachte, ja, und plötzlich musste ich sagen, mal, das ist eine tolle Idee, dass da kann ich dahinter stehen, mit Herzblut eigentlich, wie ein Fleischer das macht. Wenn man hier die Spiesse sieht, da kommen einem fast Tränen als Fleischer. Also von der Fleischconvenience her ist das einfach oben raus. Ich bin top dahinter gestanden, bis zuletzt. Paul Lütti, was erwartest du vom heutigen Tag? Vom heutigen Tag erwarte ich natürlich, dass wir den Weltrekord schaffen, dass der abgenommen werden kann und Erfüllung ist vom ganzen Wettkampf hier. Und dass wir viele Leute haben, die natürlich unsere Faszination hier mitgeniessen können und schlussendlich den grillierten Spieß nachher geniessen und essen können und alle Freude haben. Es sind ja zwei Jungs, die hier mithelfen. Wie ist dein Name? Marcel, danke. Daniel. Macht es doch Spass? Ja. Also jetzt wollen wir noch mal das Feuer anzünden. Jetzt versuchen wir alle Leute ein bisschen auszurichten. Anschließend haben wir gerade die erste Trockenübung machen mit den Leuten hinten dran. Jetzt kommt das Kommando los. Jetzt ist die grosse Phase, die kommt. Die Sicherheit ist gewährleistet. Das sind alles Feuerwehrleute, die wissen, was Bescheid ist. Das ist immer ein Feuerlöscher hier. Und hinten dran hat es wunderbare Fahrzeuge, die löschen können. Im Augenblick wird der Spieß auf den Grill gestellt. Es ist recht schwer alles. Und jetzt wird er ca. 15 Minuten grilliert. Wir sind hier beim Fritz Steffen. Er hat ein Schlossereigeschäft hier in Weissachen. Er hat den Grill gemacht. Aus welchem Material und wie lang ist der Grill? Also wir bauen einen Grill aus Kronikustahl. Der Grill ist 30 Meter in Gesamtlänge, ist aus 2 Meter Stück gebaut, komplett verschraubt. So. Man kann also in 2 Meter Stück brauchen später. Und vorgesehen ist auch, dass man ihn so aufteilen kann und eventuell in solchen Stücken anpreisen kann. Herr Kuchenbäcker, er, der das alles abnehmen für das Guinness-Buch, ist jetzt Kontrollen am Machen. Er tut das ganz genau analysieren, schauen. Er tut anschliessend noch probieren, wie der Geschmack ist. Alles perfekt, super. Neuer Rekord. Wir hören hier in Weissachen, der neue Rekord vom längsten Spieß ist in diesem Fall erreicht. Herzliche Gratulation!
Meine AG Bern und Leute Portmann haben den längsten Spiess der Welt geschaffen. Was sagen Sie dazu? Ja, alles perfekt. Der neue Guinness World Record ist aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch dazu. 245,40 Meter. Also insofern super Leistung. Es schmeckt auch sehr gut. Also insofern alles perfekt. Und ich glaube, es kann hier gleich losgehen mit der Verkostung. Ihnen eine gute Heimkehr nach Hamburg. Alle Leute genießen es. Und jetzt gehe ich da zu einem kleinen Mädchen, wo es auch am Genießen ist. Ist es fein? Ja. Wie ist dein Name? Bettina. Und wie noch mehr? Lüthi. Sehr gut. Vater, der Kurt Lüthi, was sagst du zum Berner Spiel? Schmeckt er? Ja, hervorragend. Also, es geht nichts Besseres von mir aus gesehen. Das ist super. Halt mir hier also. Am liebsten würde ich bis morgen bleiben, wenn ich Zeit habe. Ist es gut? Sehr, ja, sehr gut. Die Mitarbeiter von der Meinen AG Bern stehen jetzt alle beieinander. Die Sieger vom Weltrekordspiess 2011. Sie sind alle sehr zufrieden und glücklich über ihr erfolgreiches Resultat. Yeah!